Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und heute gibt es den zweiten Teil der Weekend League Zusammenfassung. Zunächst einmal muss ich aber sagen, dass ihr mir eine riesengroße Freude gemacht habt. Ich habe ja das letzte Mal gefragt, wie ihr eigentlich noch zu den Weekend League Zusammenfassungen steht. Und das Feedback, das war überwiegend positiv. Es hat mich wirklich begeistert. Also es war wirklich krass zu lesen. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass noch das Ganze so gut ankommt. Und von daher mache ich das natürlich mit großer Freude weiter. Wir gehen jetzt hier in den zweiten Teil in Spiel 21 und hier geht's gegen den Ragix mit einem sehr, sehr starken Team, wie man sieht. Sehr, sehr viele bunte Karten auch, auf jeden Fall. Und ich habe hier in der ersten Halbzeit dann auch die erste Aktion. Es war bis hier ein sehr ausgeglichenes Spiel mit Neymar. Komme ich jetzt in den 16er hinein. Der macht ein krasses Dribbling. Ein bisschen lucky wahrscheinlich auch, wie ich da diesen Ball durchbekommen habe. Und so gehe ich in Führung. In der zweiten Halbzeit spiele ich jetzt hier einen Fehlpass mit Neymar und jetzt wird es ein bisschen kritisch. Suarez kommt da langsam aber stetig in den 16er hinein und ich bekomme keinen wirklichen Zugriff und er macht das 1:1. Und ich habe mir jetzt mal hier bei dieser Situation gedacht, hier schauen wir einfach noch einmal drauf und machen eine kleine Fehleranalyse, weil ich habe auf jeden Fall was falsch gemacht. Der Fehlpass, ja, brauche ich nicht drüber zu sprechen, beziehungsweise doch ganz kurz. Ich weiß nicht ganz genau, was ich mir gedacht habe. Ich glaube, ich wollte ihn eigentlich kurz zu Modric spielen. Hat nicht funktioniert. Aber wir schauen uns jetzt mal hier diese Situation an. Und aktuell sieht man, dass ich Vidal ausgewählt habe. Und was ich eigentlich jetzt hier häufig machen werde, ist, dass ich bei Vidal bleibe, um mit ihm zurückzulaufen. Um von hinten quasi den Suarez hier in diesem Fall unter Druck zu setzen. Weil, wie man hier sieht, meine Viererkette ist intakt. Das heißt, alle meine vier Verteidiger sind in den jeweiligen Positionen. Da ist Struktur da. Und es werden auch keine wirklich gefährlichen Laufwege gerade von Mitspielern gemacht. Deswegen kann man hier eigentlich häufig sehr gut auch mit dem Sechser, in dem Fall mit Vidal, verteidigen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mir hier in diesem Moment gedacht, ich wechsle doch lieber zu Sergio Ramos. Ich glaube, der Grund war, der Abstand, der war mir ein bisschen zu groß hier von Ramos zu Suarez. Und ich hatte Angst, wenn hier Suarez ins Laufen kommt, dann manchmal stellen sich die Verteidiger nicht sonderlich gut an und lassen ihn dann einfach passieren, weshalb ich dann hier wahrscheinlich zu Ramos gewechselt habe. Das ist jetzt noch kein Fehler, aber es hat dann auf jeden Fall einen Einfluss, wie es weitergeht, wie ich da weiter verteidige. Schauen wir uns mal weiter an, wie es läuft. Ich habe jetzt hier Ramos, verteidige abwartend. Vidal übernimmt dann die Rolle hier. Und jetzt haben wir hier diesen entscheidenden Moment, wo ich mich jetzt gleich dafür entscheide, wie ich verteidige. Weil wenn man das jetzt mal hier betrachtet, sieht man, dass auch hier der Abstand zwischen Vidal und Suarez groß ist. Und nach meiner Einschätzung ist er zu groß. Und ich habe hier in diesem Moment große Bedenken, dass jetzt hier Suarez einen leichten Knick nach innen machen wird und mit dem rechten Fuß lang ins Eck schießen wird. Deswegen habe ich hier Handlungsbedarf bei mir gesehen. Und werde jetzt hier gleich Ramos ja nach unten ziehen, um da in diesen Schussweg hineinzukommen, weil der von Vidal nicht entsprechend abgedeckt ist. Und deswegen werde ich dann gleich Ramos runterziehen. Was aber der Gegner macht, ist, dass er den Suarez deutlich weiter nach oben quasi abknicken lässt, um den Ball auf den linken Fuß zu legen und dann den Abschluss in die lange Ecke mit dem linken Fuß zu suchen. Und dadurch sieht es dann letztendlich nicht so gut aus, wie ich dann im Moment verteidige, weil ich letztendlich an Suarez vorbeilaufe. Was ich daraus ziehe, ist vielleicht, dass ich in diesem Moment deutlich mehr die Aktion zu dem Ball für den Spieler suchen sollte mit meinem Verteidiger. Das heißt, dass ich dort wirklich mehr auf den Ball gehen sollte und nicht so sehr vielleicht in den Schussweg hinein. An sich einfach nicht wirklich gut verteidigt. Ich bekomme da einfach nicht einen wirklich guten Zugriff und muss ich mir auf jeden Fall ankreiden, dass ich da ein bisschen dilettantisch verteidigt habe. Hier sieht man es, ich komme da nicht ran und er kann ihn einfach linksrum vorbeilegen. Und so ist es dann ein 1:1, was eigentlich überhaupt nicht notwendig war, weil die Überzahl war da, es war nicht so sonderlich gefährlich im 16er, wie ich finde. Aber durch vielleicht einen falschen Spielerwechsel und dann auch einem etwas falschen Verteidigungsverhalten schießt der Gegner das 1:1. Hier jetzt mit Ben Yedder, der Ball ist abgefälscht. Ich köpfe den leider direkt wieder zu Ben Yedder zurück und der versenkt den hier auch hervorragend im Tor. Und damit erzielt der Gegner hier das 2:1 und damit ist er in Führung. Inzwischen haben wir hier die 90. Minute. Ich habe noch einen Angriff jetzt hier mit Ronaldo. Spiele ich auf Neymar. Kurzer Doppelpass. Jetzt hat Ronaldo ein bisschen Raum. Und Neymar ist in der Mitte. Den wollte ich auch anspielen. Der Ball kommt nicht durch. Und dann wird Ronaldo abgehalten. Und das Spiel wird abgepfiffen. Damit verliere ich leider hier direkt die erste Partie. Und das war in dem Fall jetzt die 21. Partie, glaube ich. Und somit stehe ich jetzt hier leider schon bei 3 Niederlagen. Und damit war leider dann auch schon zu diesem Zeitpunkt klar, dass ich in dieser Woche höchstwahrscheinlich nicht in die Top 100 kommen werde, weil
mit 37 Siegen schafft man es meistens nicht, außer man hat einen überragenden Skillwert. Und ich glaube, diese Woche war es sogar so, dass man es auch mit 37 Siegen gar nicht geschafft hatte. Richtig krass, wenn man das mal zu früher vergleicht. Da hat man teilweise mit 35 oder 36 Siegen sich noch in der Top 100 aufgehalten oder am Ende befunden. Jetzt reichen eigentlich oder müssen es eigentlich immer 38 Siege sein. Der Gegner geht hier früh in Führung in der 6. Minute. War ähnlich übrigens. Ich habe mir das dann auch nochmal angeschaut, die Situation. Ich habe auch hier nicht gut letztendlich den Zweikampf gesucht. Und so kommt der Gegner hier dann auch im 16er zum Abschluss. Das war schon relativ hart für mich. Ich hatte ja eigentlich auch in diesem Monat die Ambition, dass ich probieren werde, mich für die FFWC Regional Finals zu qualifizieren. Jetzt habe ich zu diesem Zeitpunkt schon bereits 5 Niederlagen in diesem Monat und das ist wahrscheinlich schon eine zu viel, beziehungsweise ich müsste dann die beiden letzten Wochen 40-0, 40-0 spielen, wenn ich jetzt noch, oder ich müsste alle weiteren Spiele von hier an gewinnen, damit ich da vielleicht noch eine Mini-Mini-Chance habe. Also sehr, sehr schwer. Und die Top 100 war auch weg. Es war nicht einfach für mich, da noch voll motiviert da zu sein. Aber ich probiere natürlich trotzdem voll durchzuziehen. Und mit Neymar ziehe ich jetzt hier erstmal durch und den Ball ins lange Eck. Und damit dann, glaube ich, auch ein Neymar-Doppelschlag zum 2:1. In der 2. Halbzeit geht es jetzt hier weiter. Starker Ball auf Balotelli. Und der chippt den hier so ein bisschen an Manuel Neuer vorbei. Mega starker Abschluss. Und damit das Spiel leider wieder ausgeglichen. Normalerweise lasse ich mir das eigentlich nicht nehmen. Wenn ich da so ein Spiel drehe und in Führung gehe, ist es eigentlich eher weniger der Fall, dass ich da den Gegner noch großartig zurückkommen lasse. Und hier war das aber leider der Fall. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, abgesehen davon, dass ich jetzt hier gerade das 3:2 mache, beziehungsweise ich rede da gleich drüber, hier jetzt erstmal eine Situation, nämlich einen Freistoß und dann nach noch ein weiterer Freistoß. Und das ist eine ziemlich geile Position hier mit Suarez. Und mit Suarez schieße ich eigentlich ganz nette Freistöße. Der läuft hier an und wow, der kommt auch genau ins Eck zum 4:2. Und was ich jetzt eigentlich noch kurz erzählen wollte oder was mir aufgefallen ist, glaube ich, dass ich in den beiden letzten Niederlagen, das heißt Niederlage Nummer 2, die war im ersten Teil dieser Zusammenfassung, und jetzt hier die heutige Niederlage. Ich habe bei den letzten beiden Niederlagen jeweils geführt. Und ich glaube, wenn man mal so meine Niederlagen über die letzten Wochen und vielleicht auch Monate ja analysieren würde, dann wäre das eine absolute Ausnahme, dass ich eigentlich ein Spiel verliere, nachdem ich in Führung war. Normalerweise eigentlich, wenn ich führe, bringe ich die Spiele auch zu Ende. Und die meisten Niederlagen habe ich dann, wenn ich in meinen Rückstand geraten bin und das Spiel nicht nochmal drehen konnte. Aber eigentlich, wenn ich führe, verliere ich kaum noch ein Spiel. Das war jetzt diese Weekend League anders. 2 Spiele sogar nach eigener Führung verloren. Wobei ich auch einfach sagen muss, diese beiden Spieler, die beiden Gegner, die haben sehr, sehr stark gespielt. Hier hatte ich eine gute Gelegenheit, selber in Führung zu gehen. Jetzt hier Neuer mit einer absoluten Glanztat. Ich spiele hier Team of the Year Neuer und es wird in der heutigen Zusammenfassung wirklich die eine oder andere wirklich gute Parade geben. Hier Bonucci. Da habe ich mir auch gedacht so, yo, was geht? Also wenn Bonucci, der Innenverteidiger, den reingeschossen hätte, da hätte ich ziemlich große Augen gemacht, wäre ich sehr überrascht gewesen. Inzwischen haben wir hier die 70. Minute, immer noch 0:0, mega enge Partie. Und der Gegner hat jetzt hier auch sogar einen Angriff und da auf einmal der Laufweg von Lacazette und er macht auch das 1:0. Und somit bin ich jetzt hier sehr spät in dieser Partie in Rückstand geraten, was natürlich nicht sonderlich angenehm ist. Ich habe einen Angriff, lasse den Ball gut laufen, schöne Doppelpass-Situation jetzt hier auf Suarez gespielt, der Ball und dann Bonucci gut geklärt, aber er landet nochmal bei mir, jetzt Pogba, zurück auf Can, auf Suarez, Scoop-Turn und rübergezogen und Bonucci hat den Ball noch irgendwie leicht abgefälscht. Ich weiß nicht, ob ansonsten auch reingegangen wäre, aber so zumindest das 1:1. Und jetzt haben wir hier schon die 90. Minute, eine der letzten Aktionen. Lass hier wieder den Ball über den Rückraum laufen. Bale mit einem Scoop-Turn. Jetzt hier der Berberspin rein. Er ist durch und er setzt diesen Ball Zentimeter am Kasten vorbei. Den habe ich auch schon mal reingeschossen. Jetzt haben wir hier die 120. Minute. Die letzte Aktion hier im Spiel. Der Freistoß reingetreten. Und Neuer mit einer sicheren Parade. Vorne sind auch gerade nicht wirklich Spieler von mir. Deswegen lasse ich mir kurz Zeit. Schlag ihn dann raus. Aber wie man jetzt hier sieht, der Schiedsrichter pfeift ab. Und damit geht es in das Elfmeterschießen, mein erstes Elfmeterschießen jetzt hier in dieser Weekend League. Und den ersten Elfmeter kann ich auch sehr gut versenken. Gegner steht am Punkt, mit Martial läuft an und auch den versenkt er oder platziert er sehr, sehr gut und souverän im rechten unteren Eck. Das mache ich nach, nicht ganz so gut platziert, aber zumindest trotzdem ein Treffer zum 2:1. Kanté hier auch
ja, einigermaßen souverän. Es ist sehr, sehr schwer übrigens ein Elfmeterschießen zu kommentieren. Der Freistoß, sage ich schon, der Elfmeter war auf jeden Fall auch wieder sehr gut getreten. Bis jetzt alle Schützen doch auf jeden Fall sehr sicher. Suarez läuft an und der verzieht ihn hier komplett. Da hat er sich vielleicht auch ein bisschen durch diesen komischen Anlauf irritieren lassen. Mein Suarez, ja, auch nicht so mega sicher. Gegner war im richtigen Eck, aber er ist trotzdem drin. Ne? Deswegen schieße ich die eigentlich auch ganz gerne flach. Und hier das Gleiche. Also, da kann man auch dann sagen, hier war ich genauso dran oder im richtigen Eck. Hat ihn trotzdem nicht gehalten. Ronaldo jetzt hier, auch wieder links unten. Und damit habe ich das Elfmeterschießen doch auch recht souverän gewonnen. 5 Elfmeter, 5 verwandelt. Und das Spiel konnte ich dann noch quasi retten und mich vor der Niederlage hier dann auch retten. Es geht dann jetzt hier in Partie Nummer 28 inzwischen. 24 zu 3 Stats. Wer übrigens den ersten Teil noch nicht gesehen hat, den werde ich in der Videobeschreibung verlinken, weil jetzt werde ich sicherlich nicht dran denken, dass ich jetzt hier mitten im Video das auch einblende, aber vielleicht könnt ihr mich in den Kommentaren darauf hinweisen, dass das hier ganz praktisch wäre. So, das war eigentlich ganz nice gemacht. Modric mit der Schusstäuschung entstand, aber immer nochmal hier jemand dazwischen. Das war auch so ein Spiel, wo der Ball nicht reingehen wollte. Und jetzt kommt hier Coman mit dem Steilpass auf Błażejkowski und der mit einem Mörderabschluss zum 1:0. Also ich hatte echt gute Situationen und man sieht das hier auch an der Halbzeitbilanz. Ich hatte das Spiel vollends im Griff. Das war die einzige Chance für den Gegner. Ich habe 59% Ballbesitz gehabt. Sehr, sehr viele Torchancen. Und diese Situation, schaut es euch mal an, wie häufig ich dran bin. Hier hatte ich eigentlich den Ball. Pogba nimmt den Ball nicht ab. Komisch. Okay, dann hier. Ah, fast auch bekommen. Und dann auf einmal so ein Hammer von Coman. Ja, ins Eck. Und damit führt der Gegner jetzt hier 2:0 in der 53. Minute. Bei einem Spiel, was ich eigentlich im Griff hatte. Ich hatte die Situation, die Chancen, um Tore zu machen. Mit dem ersten Schuss macht er das 1:0. Mit dem zweiten Schuss macht er das 2:0. Das war auf jeden Fall bitter. Aber gut. Ich mache den Anstoß. Sieh jetzt hier, dass Neymar da reinläuft, druckvoll auf ihn gespielt und whoop, damit zumindest mal wieder ganz schnell den Anschlusstreffer, ja, geschossen. Und in der 55., 56. Minute ist auf jeden Fall dann auch noch genug Zeit, um vielleicht dieses Spiel noch zu drehen. Weil dieser schnelle Anschlusstreffer, der war auf jeden Fall bitter notwendig oder hat mir sehr geholfen. Schöne Schusstäuschung entstand jetzt auf Bale und im letzten Moment kommt der Luis Gustavo und blockt diesen Schuss noch ab. Also da war dann auch schon ein bisschen Frust dabei, dass hier einfach immer noch mal einer dazwischen ist. Jetzt hier der Ball wieder auf Bale und diesmal geht da rein zum 2:2. Erleichterung, ausgeglichen, alles wieder möglich in diesem Spiel. Also hier musste ich auch ein bisschen hart zurückkommen nach 0:2, jetzt 2:2. Hier der Ball auf Marcelo. Dann jetzt hier den Ball laufen lassen, zurück auf Pogba, Schusstausch nach vorne, bleib hängen, aber weiterhin jetzt hier in der Druckphase von mir, leg hier gleich wieder ab auf Bale, Schusstäuschung, sehr viele Spieler von mir da, Modric auf Suarez, jetzt hier Ronaldo nochmal zurück auf Pogba, da liegen alle mal quer und Modric mit einem mega guten Abschluss in der 90. Minute zum 3:2 und so konnte ich das Spiel auch noch drehen und gewinnen. Und da war ich auf jeden Fall glücklich, nach einem 0:2 noch so zurückgekommen zu sein. Das war auch, glaube ich, direkt nach dem Spiel, wo ich mit dem Elfmeterschießen gewonnen habe. Und hier wieder eine starke Parade, wie ich finde, auch von Team of the Year Neuer. Also sowas habe ich dann auch mal einfach hier drin, weil es natürlich auch gute Chancen sind und dann auch eine gute Parade hier in dem Fall von Neuer. Das ist natürlich ein eklatanter Fehlpass und daraus kann ich jetzt hier schön umschalten mit dem Ball auf Suarez. Und jetzt auch hier eigentlich ein ganz guter Schuss, aber nicht ganz so gut platziert eigentlich. Handanovic trotzdem gut gehalten. Der kann auch mal eigentlich gut und gerne reingehen, sag ich mal. So, in der 58. Minute jetzt hier eine Umschaltsituation. Langer Ball oder erstmal der Ball auf Suarez. Im Zweikampf jetzt mit dem Berberspin reingezogen. Dann auf Pogba abgelegt. Und die Schusstäuschung in den Stand, die führt zur Ecke. War definitiv eine ganz gefährliche Situation. Schöne Ballrolle, No-Touch-Variation jetzt hier auf Suarez, Scoop-Turn und dann jetzt der Abschluss ins lange Eck zum 1:0. Endlich den Gegner hier geknackt in der zweiten Halbzeit. Und hier gibt es jetzt einen Freistoß und den habe ich eigentlich abgefangen, lande trotzdem wieder beim Gegner. Und auch den Ball hatte ich eigentlich ganz kurz, jetzt ist der Baller hier durch, spielt ihn zu mir und ja, dachte mir, komm, hast ihn wieder. Und der senkt das Ding da an die Unterkante der Latte. Also das hätte auch ziemlich in die Hose gehen können. Ich war irgendwie ein bisschen perplex, überrascht, dass ich auf einmal mit Ramos den Ball habe und habe ihn panisch wieder weggeschossen. Jetzt haben wir hier die 90. langer Ball auf Suarez. Torhüter kommt raus und den chippe ich dann
ja, recht lässig über den herauslaufenden Torhüter zum 2:0. Und das Spiel konnte ich dann auch so gewinnen. Jetzt geht es hier gegen das 12. Regiment im 36. Spiel. Also geht jetzt hier auch schon auf die Endphase in dieser Zusammenfassung zu. Ziehe mit den Übersteigern zurück, dann den Ball laufen lassen auf Neymar und am Gegner vorbeigelegt. Und dann hier quasi im 1 gegen 1 Neymar wieder mit einem weiteren Treffer. Und das war halt auch krass. Was ein Freistoß. Wow, Luke Shaw einfach da aus dem Nichts, sag ich mal. Aus so einem Freistoß lange reingetreten. Und Luke Shaw gewinnt da irgendwie das Kopfballduell und macht dann jetzt hier den Ausgleichstreffer. Das sind so die Momente, wo man sich schon fragt, ist das jetzt notwendig? Muss da aus einem Freistoß auch von der Mittelfeldlinie auf einmal jetzt der Ausgleichstreffer an den Start kommen? Aber ich lasse den Ball wieder gut laufen. Schöner Dragback, aber ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Bin aber ganz froh. Ich merke das hier, wenn ich die Zusammenfassung schneide. Der Gegner macht ein Tor, macht vielleicht den Ausgleich oder den Führungstreffer. Wie häufig ich eigentlich dann auch da direkt danach zurückkomme mit einer guten Chance oder auch mit einem Treffer. Hier, das war ziemlich stark vom Gegner gemacht. Habe ich Glück, dass er nur an den Pfosten schießt. Das war überragend mit der Ballrolle. Hier der Ball auf Ronaldo und auch da kommt im letzten Moment der Verteidiger dazwischen. Jetzt kurz danach habe ich den Ball dann mit, erstmal Vidal, aber jetzt dann Neymar wiederbekommen. Jetzt hier Ronaldo zentral vom Tor. Er geht nicht richtig drauf. Und da, ja, nutze ich dann inzwischen auch immer ganz gerne die überragenden Schussfähigkeiten von den Spielern von mir, von den Stürmern, um die dann auch trocken reinzuschießen. Das ist hier wunderbar gelungen. Jetzt geht's hier ins Spiel Nummer 40, also das letzte Spiel. Und ein 4-2-2-2, das sieht man eigentlich nur noch super selten. Da weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, mit welchem Gameplan ich da genau rangehen soll oder mit welcher Aufstellung etc. Jetzt hier Suarez. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, was ich da vielleicht im Abschluss anders machen muss. Könnt ihr mal gerne eine Idee geben. Ich bin fast dazu geneigt zu sagen, ich muss den Abschluss ein bisschen verzögern. Hier gibt es jetzt Elfmeter. Werden wir gleich nochmal in der Wiederholung sehen. Ein bisschen unglücklich für den Gegner, aber wenn man es nochmal so sieht gleich, er geht halt voll mit Touré hier in die Füße hinein und haut Casemiro um. Ist dann, denke ich, doch auch eine klare Entscheidung. Ronaldo steht am Punkt und hat hier wieder das Glück, dass der Ball unter dem Torhüter durchgeht. Jetzt zweite Halbzeit, 68. Minute. Schön den Ball laufen lassen hier auf Bale. L2R2 dribbling und dann landet der Ball bei Pogba und der nimmt den einfach mal ganz trocken zum 2:0. Versenkt er ihn und jetzt sind wir hier in der Endphase von dem letzten Spiel, 90. Minute. Und ich kann so viel verraten, da passiert nicht mehr viel. Ich obere hier den Ball, spiele ihn jetzt langsam raus. Und dann kommt auch der Abpfiff. Und damit schließe ich diese Weekend League mit 37:3 ab. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Es hat nicht für die Top 100 gereicht, wie ich schon angedeutet habe. Und damit leider dann jetzt diese Woche kein Top 100 Pack bzw. 11 Inform Set. Aber dennoch Elite 1, das ist in Ordnung. Es ist leider ein bisschen zu wenig, um dann noch effektiv um die FEWC Regional Finals Qualifikation mitzuspielen. So ist es nun mal. Ich bin in der Hinsicht zumindest, also das ist schöner an diesem Monat, auch wenn ich hier die Spiele verloren habe, sind zumindest nicht durch Disconnects entstanden und ich muss auch sagen, die Niederlagen, die ich mir diese Woche eingefangen habe, die gehen auch in Ordnung. Ein Spiel habe ich aufgrund meiner Nerven verloren, zwei Spiele gegen sehr starke Spieler, wo ich dann vielleicht auch Fehler mache oder wo sie Sachen extrem gut machen und so verliere ich dann, wenn es an meiner Leistung gelegen hat. Damit habe ich dann kein Problem, das muss ich dann einfach so anerkennen und da muss man vielleicht schauen, was man zukünftig besser machen muss. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge und dann probiere ich doch auch dann wieder eine live kommentierte Folge zu liefern. Ich hoffe, euch hat es gefallen, habe ich glaube ich eben schon mal gesagt und wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber, euer Tess.